Wir hatten ja vor kurzem angekündigt, dass wir einen Ballon bauen wollen, und zwar aus Betttüchern, die ihr uns schicken sollt. Ihr habt uns jetzt echt eine ganze Menge Betttücher geschickt. Genau, wir packen die jetzt mal alle aus und dann nehmen wir daraus den Ballon, mit dem wir wirklich selber fliegen wollen. Hold on, when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy. Wir schauen eure Videos regelmäßig, da wir eure Projekte und eure Message sehr feiern. Bleibt euch treu und macht immer weiter so. Liebe Grüße, Clara und Johannes. Voll die schöne Karte, da sind so schöne Briefe immer dabei. Lesen wir uns nachher alle in Ruhe durch. Oh, sogar zwei. Now I'm living in a matchbox. Voll cool. Ja. Boah. Ey, was eine krasse Idee. Ja, wir haben echt Mühe gegeben. Aber hier unten alles ist der Brenner. Ja. And put it in your hand. Give me my heart back, somebody stole it. Wir breiten die ganzen Betttücher jetzt mal nebeneinander aus, damit wir die erstmal richtig anschauen können und dass wir sehen, wie viel Platz das jetzt insgesamt einnimmt, wie viel wir dann noch brauchen für unseren Ballon. Vielen, vielen Dank nochmal auf jeden Fall, auch für die ganzen Briefe hier. Ist echt richtig cool und richtig kreativ. Wir werden uns die alle mal in Ruhe durchlesen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen, ob das Fußballfeld groß genug ist. Boah, das sieht so gut aus. Stark. Wenn du überlegst, so, dass die Leute einfach so eine Stunde hingesetzt haben oder noch länger, um sowas zu malen, ist einfach schon mega geil. Ja. Wird schon schief gehen. Wir hoffen es nicht. Oder Erik? Ja, ich häng dran. Unser nächstes Ziel dann. Nicht aus Betttüchern, aber aus Badewanne. Also nochmal ganz vielen Dank für eure ganzen Betttücher. Ich glaube, sie sieht nachher mega cool aus auf dem Ballon. Ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen. Vielleicht hat ihr auf Instagram die Challenge von der Jessie gesehen, dass man sich in der Stadt treffen soll und zusammen mit Fremden einen riesigen Kreis machen soll. Wir hatten uns da auch mit euch zusammen getroffen und hier dieses riesige Betttuch angemalt. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm so trying not to hold you. Don't feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Das hier ist jetzt das riesige Betttuch. Wir breiten es hier jetzt nochmal aus und gucken mal, was ihr da alles drauf gemalt habt. Die Idee war, dass alle irgendwas draufschreiben können, was man machen kann. Also do something und dann irgendwas, was man halt, irgendwas Positives. Und ich finde, es sind echt ein paar ganz schöne Sachen zusammengekommen. City lights look fine. And I know this is my time now. Ich glaube, das Schwierigste wird jetzt rauszufinden, welche Betttücher zu welchen passen, weil die wirklich alle unterschiedlich groß sind. Deswegen haben wir jetzt das Bild und vergleichen die einfach mal. Hier, das könnte zum Beispiel dazu passen. So, wir haben jetzt relativ viele, die genau zusammenpassen. Wir haben jetzt hier die ganzen Betttücher und suchen jetzt mal raus, welche zusammenpassen. Okay, auf in die Nähmaschine. Break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me.
Wir haben jetzt echt schon mal ganz schön viele Betttücher zusammengenäht. Ganz fertig sind wir noch nicht. In den nächsten Videos bauen wir dann weiter. Und zwar müssen wir jetzt noch einen Korb machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr schon raten könnt, aus was wir den bauen. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Betttücher und auch, dass so viele zu den Treffen gekommen sind. Hat uns mega gefreut. Wenn wir sowas nochmal machen, sagen wir euch auf Instagram Bescheid. Uns hat es mega viel Spaß gemacht, mit euch zusammen irgendwas zu machen. Und der Ballon wird auf jeden Fall mega kreativ. Deswegen haben wir gedacht, dass wir die nächsten Hoodies auch zusammen mit euch designen können. Wir haben in der Beschreibung eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns eure Ideen schicken, falls ihr irgendwelche coolen Designvorschläge habt. Ich hoffe, dass wir dann im nächsten Video wirklich fliegen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video.